Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück. Ja, mit dem Passive Tame, beziehungsweise mit dem... Ach guck mal, der hat auch Sauropod Vertebrin, schön. Ja, eigentlich nicht. Das mit dem Knockout Tame und der Crossbow hat nicht funktioniert. Wie ihr seht, er ist gestorben. Er ist gerade eben gestorben. Aber das Gute, also das heißt das Gute, es ist nicht schön, dass er gestorben ist. Ich muss aber sagen, der große Vorteil ist gerade da dran, hier war ein Rex. Und der hätte mich, glaube ich, kurz danach auch angegriffen. Da unten ist noch ein Rex. Ich wäre ziemlich sicher gestorben. Ach komm, jetzt habe ich den Biber erwischt, kann das sein? Ja, ich hab den Biber. Tut mir leid, Biber, aber ich wollte eigentlich das Leben retten. So. Ja, also das war schon mal ein Satz mit X. Das war überhaupt nix. Ich nehme mal die Crossbow weg. Ich will den nicht aus Versehen angreifen. Der hängt jetzt hier fest. Und das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich hab... Oh Gott. Ich muss hier weg. Das ist mir gerade ein bisschen zu gefährlich. Das Problem an der Sache ist, bei einem Passive Tame, das dauert ja einfach nur wirklich ewig. Also zumindest bei einem Level 80. Ihr seht ja, wie wenig der dazu bekommen hat. Und bei Passive Tames kann man anscheinend, wenn ich das richtig verstanden habe... Also A, der verliert ja keinen Hunger. Null. Doch, jetzt. Na, komm Kleiner, ich will dich doch nur füttern. Bitte, lass mich doch mal dran. Jetzt frisst der aber auch wenigstens. Ach, guck mal, hier kann man eigentlich stehen bleiben. So, das wird eine sehr spannende Folge. Aber wenn ich mir das angucke, wir könnten das vielleicht doch in 20 Minuten schaffen. Ach, es tut mir so leid um das Weibchen. Aber wobei ich sagen muss, das Männchen finde ich von der Färbung deutlich hübscher. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ich stehe hier echt gut. Ja, dann können wir uns irgendwie mal so ein Thema überlegen. Worüber könnte man denn mal so ein bisschen gerade reden? ja, weil, ja. Ihr seht das ja. Das, oh, Entschuldigung, jetzt ich habe gerade mein Handy abgezogen. Ja. Nur unwichtiger Kram. Nein, nicht weglaufen! Hallo, 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 wo willst du denn hin? Komm wieder her! Nicht da runter, ich weiß nicht, was da ist. Ich weiß doch gar nicht, was da ist, Kleiner. Komm mal her. Genau, hier schubst mich gegen die Wand. So ist brav. Das darfst du weitermachen. Ich muss was essen. Ich muss was essen? Wieso habe ich auf einmal so einen Hunger? So. Nicht die beste Aussicht. Libelle, verzieh dich bloß von dem Dino. Irgendwie habe ich... Nein, du willst mich nicht dahin schubsen. Du willst mich hier an die Wand schubsen, habe ich gehört. Genau, so ist fein. Weißt du, an die Wand ist nicht so schön, das tut immer so weh. Nicht an die Wand. Es tut immer so weh, wenn du mich so weit wegschubst. So, ja, das Blöde an der Sache ist tatsächlich gerade, dass ich Fleisch holen müsste. Das können wir mal ganz kurz, glaube ich, machen. Der, er läuft mir jetzt nach. Okay, ich muss mal ganz kurz zu meinem Rex. Und muss mal ganz kurz nach Hause und dann hole ich mir, glaube ich, doch ein Vögelchen. Ich hätte mehr Fleisch mitnehmen sollen. Das Gute ist, der läuft uns jetzt nicht wirklich weg. Also der läuft uns jetzt, glaube ich, eher entgegen. Das wird auf jeden Fall spannend, den zu zähmen. Und ich glaube auch tatsächlich, ja, das wird mehr als eine Folge dauern. So, das nehmen wir natürlich gerade mal mit.
Was ist das? Ich weiß, Dinosaur Gate. Okay, das ist das kleine Metal Gate. Das ist ganz gut. Dann kann ich nämlich irgendwann, wenn ich Mindwipe Tonic mal herstellen kann, mir die Sachen, die ich nicht mehr brauche, abtrainieren. Wir nehmen dann einen Vogel mit. Den Rex lasse ich hier stehen. Aber Fleisch brauche ich definitiv. Und das sollte ja mittlerweile auch gar sein in größeren Mengen. So. Ich nehme den Argentavis, mit dem kann ich mich im Zweifel auch mal gegen den Rex wehren. Und dann müssen wir den Kleinen jetzt nur wieder suchen und ich hoffe, der wird nicht zwischendurch von irgendwas Blödem angegriffen. Weil ich weiß nicht, warum ich hier so ein Pech habe, aber hier in der Gegend spawnen ständig Rexe und Raptoren. Wo ist er denn? Wo ist denn der Kleine? Wahrscheinlich hier hinten um die Ecke oder so, ne? Moment, da ist er. So. Okay, ich häng nicht. Ich dachte schon jetzt. Nicht aufgepasst und direkt im Baum hängen geblieben. So, komm mal her, guck mal. Nein, du willst nicht weglaufen. Du willst mit mir spielen, habe ich gehört. Du willst doch bestimmt mit mir spielen. Komm ich? Nee, ich komme von nicht. Ich komme von hier aus nicht hier ran. Aber so wird das. So könnte das doch was werden. Hast du Hunger? Oh Gott. Oh, der steht auf meinem Kopf. Irgendwas quetscht mich hier tatsächlich gerade ein. Ich habe gerade Schaden bekommen. Moment. Der quetscht mich ein und der macht mir Schaden. Das ist nicht gut. Und ich kann nichts essen. Oh, scheiße. Oh. Das war gerade nicht ungefährlich. Wenn ich jetzt nicht die Axt dabei gehabt hätte, hätte ich echt ein Problem gehabt. Kleiner, du musst ein bisschen aufpassen, wenn du spielst. Nicht so stürmisch sein. Weißt du, wenn du mit deinen dicken Füßen auf meinen Kopf trittst, das tut schon weh. So, Vitille Zangri again. Wie viel haben wir denn mittlerweile? Der ist wieder resettet. Darf ich mal ehrlich sagen, dass ich gerade ein bisschen kotze? Vielleicht sollte ich mir doch... Wisst ihr was? Ich suche mir jetzt einen Diplodocus, der keinen Level 80 hat. Auch wenn das echt... cool wäre, aber das mache ich, glaube ich, lieber mal offscreen. Ich suche mir jetzt einen, der... Haben wir noch irgendwo hier hinten vielleicht einen, so mit Level 15. Ich glaube, Level 15 wäre ganz passend. Da sind aber nur Brontos, ne? Hier gibt's keine Diplodoki. Ne, das sind alles Brontos. Ich bin aber auch... Also, ich habe immer so ein Pech. Warum hat er... Ich habe den wahrscheinlich aus Versehen irgendwie mit der Axt getroffen. Oder ich habe ihn geboxt, genau. Ach, verdammt. Ja, ist nämlich so... Also, für euch zur Erklärung, ich weiß ja, wie man den zähmt. Auch wenn das erste Mal ist, dass ich es probiere, aber ich bin ja nicht doof. Ich lese mir sowas halt schon auch mal vorher durch. Das Problem bei einem Diplodocus ist, wenn man den zähmt und man macht ihm einmal Schaden. Bist du das von eben? Nee, ne, du bist ein anderer. So, dann nehmen wir jetzt den einfach. Der sieht genauso hübsch aus. Das ist aber ein Weibchen. Und ist nur Level 50, dürfte also ein Ticken schneller gehen. Na, lässt du mich da hin? Na? Guck mal, ich bin schneller als du. Ja, ich habe den auf jeden Fall aus Versehen geboxt und sobald man dem Schaden macht, resettet das. Ich weiß nur nicht, warum der jetzt auf einmal... Der hat halt keinen Hunger, das ist das andere Problem. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich mit dem Zähmen eines Diplodocus verbringen soll momentan. Es
Nein, jetzt lass mich doch mal dahin. Wait till it's hungry again. Iss, mach irgendwas, krieg Hunger. Beweg dich, genau, beweg dich, mach Sport. Mach Sport, komm, dann wirst du bestimmt... Der hat immer noch keinen Hunger, das kann doch nicht wahr sein. Also, Entschuldigung, liebe ARK-Entwickler, aber wie soll man denn einen Diplodocus vernünftig zähmen, wenn der die ganze Zeit, wie ihr seht hier, keinen Hunger hat? Oder muss ich den vielleicht einfach hier so ein bisschen... Guck mal, dann locken wir den hier rüber. Ich zähme gleich einen Lutz. Kriegst du Hunger, wenn du dich bewegst? Nee. Hallo? Wie soll ich den... Wie bitte soll ich den denn so zähmen, wenn ich dem alle 10 Minuten nur so eine blöde Beere geben kann? Oh. Ich sollte nicht den Ankylo angucken. Das wird Tage dauern, bis ich den gezähmt habe, gefühlt. Immer noch... Ey, das kann doch nicht wahr sein. Immer noch nicht. So, ich mache das jetzt einfach so. Ich fliege jetzt zwischen den beiden immer hin und her und hoffe dann, dass einer von den beiden irgendwann mal fertig wird. Der... Ja. Erholt er sich langsam? Der hat immer noch... Sieht immer noch so aus, als hätte der... Wait till it's hungry again. Also... Bitte... Der stand doch jetzt 10 Minuten hier rum irgendwie. Oder muss der mich schubsen, damit der... Ich weiß es. Ich blick's nicht. Was ist mit dir? Wait till it's hungry again. Der verliert doch einfach gar keinen... So. Ich lasse mich jetzt hier wieder gegen die Wand schubsen. In der Hoffnung, dass Madame irgendwann Hunger bekommt. Total spannend, ne? Ich will doch nur einen Diplodocus. Und der hat immer noch keinen Hunger. Hallo, wie soll das denn überhaupt... Also bitte, wie soll das denn gehen? Wie soll ich den denn... Hallo, ich... Vor allem die Taming Speed ist auf diesem Server hoch. Die ist sehr, sehr hoch. Ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn man das nicht hat. Aber wir können hier stehen bleiben. Die tut uns halt so nichts. Mach mir keine Angst. Keine Angst. Wait till it's hungry again. So. Ja. Also herzlich willkommen beim Auf die Brust Star Simulator 2016. Irgendwie weiß ich nicht, ob das wirklich eine gute Idee war, so ein Diplodocus zu zähmen. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass nicht. Ich meine, wenn man den mal so eine Mal die Minute füttern könnte, aber... Nix, nada. Der hatte kein bisschen Hunger. Ah, toll, jetzt... So. Nein. Nein. Hör auf. Und steig mir nicht wieder auf den Kopf, bitte, ja? Das macht Aua. Ja, da passiert einfach gar nichts. Die Dame kriegt nicht ein bisschen Hunger. Echt spannend. Bin
bin gerade ein bisschen angepisst. Also, mal ganz ehrlich, wenn ich den nur einmal alle 10 Minuten füttern kann mit einer Beere, dann bin ich ja in Stunden noch nicht fertig. In Tagen. Wenn ich gucke, wie weit das jetzt hier ist. Den muss ich... Ich schätze, das ist so ein 30stel oder sowas. Das heißt... Keine Ahnung. Fiomia, komm mir bloß nicht zu nah. Wait till it's hungry again. Die kriegen keinen Hunger. Die kriegen einfach keinen Hunger. Jetzt ist der andere Blutige auch hier in der Nähe. Es passiert einfach gar nichts. Ich frage mich, ob das mit irgendwelchen... der Settings hier zu tun hat auf dem Server, dass das halt... Aber das ging doch eben bei dem anderen auch. Den konnte ich da doch 5-6 Mal hintereinander direkt füttern. Und das ist ja dann leider nur gecancelt, weil ich Depp nicht aufgepasst habe. Und den geboxt habe, als der mir da auf den Kopf rumgestiegen ist. Ich probiere jetzt nochmal zu dem rüber zu gehen. Wait till it's hungry again. Nein. Nix. Es passiert einfach gar nichts. Ich bin gefrustet. Bin so ein bisschen gefrustet. Ich find's sehr schade, weil, ich find die cool und ich hätte gern einen, aber das kann ich nicht in der Aufnahme machen. Ich glaube, das muss ich dann mal offscreen machen. Da weiß ich schon, was ich heute tun werde, wenn die ganzen Folgen encoden. Also wir haben jetzt hier schon 3 Minuten oder so, stehe ich jetzt hier schon rum, oder länger, glaube sogar. Und das passiert ja einfach nichts. Ja, wollen wir hier wirklich noch 3 Minuten stehen bleiben? Aber ich weiß auch nicht... Oh, ich kann ihn füttern! Yeah! So, wie lange dauert das jetzt? Ich sehe, da fehlt so ein Eckchen bei dem Futterding. Das ist nicht voll. Es ist nicht voll. Der hat Hunger. Ich könnte ihn futtern. Aber wahrscheinlich ist er nicht 30 drunter oder so. Das ist wahrscheinlich das große Problem. Aber nee, das passt ja nicht. Der müsste ja voll sein. Wenn er 30 unter Max ist und ich fütter ihm eine Beere, dann müsste er ja voll sein. Weil sonst müsste ich ihn ja theoretisch direkt wieder füttern können. Gut, dass ich sonst heute nichts zu tun habe, diesen Tag. Ist ja Sonntag, ne? Oh, oh. Jetzt auf einmal geht's oder was? Toll, aber jetzt ist natürlich die Folge bald zu Ende. Also ich werde jetzt auch nicht noch eine dritte Folge davon machen, das sage ich euch. Das mache ich dann offscreen. Ja, ich glaube, also das wird sowieso nichts mehr, diese Folge. Von daher würde ich einfach sagen, wir machen an der Stelle mal einen Cut. Wir machen jetzt mal hier Schluss. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Und ich verbringe mal meinen Sonntagnachmittag damit, auf den Bauch dieses Diplodokus zu starren. Oh, ich kann ihn wieder füttern. So, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Ark Survival Evolved. Bis dahin, ciao.